So, da starten wir jetzt auch schon die 10. Folge hier bei New York Mysteries Geheimnisse der Mafia. Und irgendwie habe ich keine Lust mehr. Ja, ich hätte jetzt eigentlich die Aufnahme komplett beenden können, aber auf der anderen Seite, es reizt mich doch irgendwie. Ich will hier noch mit Schmackes vorankommen und so. Da ja heute ein freier Tag von mir ist und wenn man das gerade mal machen kann, dann tut man dieses auch. Ich tue dies zu meinem Gedächtnis. Was haben wir hier eigentlich im Museumswächterzimmer zugedingsen? Was steht hier an? Da liegt noch eine alte Batterie, aber egal. Was steht hier denn noch an, wenn ich mal so gefragt haben sein tun darf? Ach, guck mal. Du musst einen Code eingeben, um das Alarmsystem des Museums zu deaktivieren. Hast du ihn bereits gefunden? Oh Gott. Das ist ja, ach, das ist ja vor Anno Krug gewesen. Warte mal. War das hier 15082 oder, Moment. Warte. Hatte ich das hier nicht irgendwo mal gelesen? Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier meine Unterlagen gucken. Warte mal. Tunnelsystem, bla 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 bla. Was verschwand hier im Museum? Bischof hat arrangiert, dass ich mich hier umsehen kann. Bla 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 bla, der Ort des Verschwindens. Museumsrichter, er bestand darauf, dass er ein böser Geist sei. Ich bin mir sicher, dass wenn ihr den Geheimmann zu einem Fahrstuhl führt. Ich glaube, so konnten die Täter entkommen. Ich muss weitergehen und herausfinden, wo diese Tunnel hinführen. Scheiße, das steht hier nicht mehr drin. Aber ich habe irgendwie so die Vermutung, dass es hier 15082 oder so gewesen ist. Warte mal. War das jetzt... Ich glaube, ich hatte es mir richtig gemerkt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf diese Zahlen jetzt gekommen bin. Aber, ja, geil. Nice. Nehme ich mit. Ach, die zweite Rune. Sehr schön. Ich freue mich. Das ist wunderbar. Wie gesagt, irgendwie in den ersten Folgen habe ich irgendwo diese Nummer gesehen. 15082. Ob das jetzt irgendwie auf einem, bei einem Wimmelbildspiel oder sonst wo war. Und da war irgendwie sowas, du musst dir diese Nummer merken und, warte mal, aufgeschrieben hatte ich sie mir, glaube ich, nicht. Aber ich hatte irgendwie noch so im Hintergedanken, wenn wir wieder zurück ins Museum gehen. 15082, da war irgendwas. Kann man mal sehen. So, warte mal, die Rune können wir hier erstmal einsetzen. Sind wir die auch schon mal los. Dankeschön. So, beim Brunnen. Ach, stimmt. Da haben wir noch ein paar Marken gefehlt. Drücke die Knöpfe, um die Marken so anzuordnen, wie auf dem Diagramm gezeigt. Sehe ich nur gerade nicht, welches Flugzeug hier oben jetzt ist. Aber das kann ja nur dieses sein. Weil auf einer anderen Position kann es ja nicht gedingst haben sein tun. So. Das Flugzeug von da hinten müssen wir hier vorne hinkriegen. Dann drehen wir den mal so.
Was? Hä? Was? Sie verarschen? Hä? Ich check hier gar nichts mehr. Es ist echt ein Witz. Was an diesem einen Scheiß-Rätsel mit den Fischen, da verzweifle ich, dann muss ich in die Komplettlösung reingucken. Und jetzt sowas. Dieses Spiel macht mich irre. Also ohne Scheiß. Ja, komm hin da. Boah. Sagen jetzt aber bitte nicht abstürzen hier. I need to show these papers to Bishop. Maybe he knows this guy. Es war nämlich gerade so ein bisschen, dachte gerade schon, das Spiel würde hier einen Zusammenbruch erleben. Also erleiden. Also, ne? So. Okay, das hätten wir erstmal. So, neue Aufgabe. Ja, ist ja gut. Tom Lawrence. I know him, but not very well. Tom was a chemist and he worked in the university. In the order, he studied artifacts, performing chemical analysis on various items. He was always calm, smiling, and not very talkative. I don't know what happened to him. You've seen a ghost for the first time, but more terrible things have happened here. As for the ghost, it's pretty simple. We have to find what binds him to this world and find out why he's been kidnapping the mafia bosses. Once we've figured this out, I think we'll be able to discover the link with the missing children. We can't speak with the ghost, but perhaps you'll be able to find something in his office. Juhu! Neue Aufgabe, das Büro. Freue mich jetzt schon drauf. Zu Lebzeiten arbeitete Tom in der Universität. Sein Büro befindet sich immer noch dort. Ich muss mich dort umsehen. Vielleicht finde ich eine Erklärung für das Handeln des Geistes. Oh Gott, wir müssen jetzt zur Uni? Oh Gott. So, hey, wir schalten den dritten Ort frei. Das ist ja nice. So, yo, haust drin, ne? Hier, mach die Butze auf. Zack, zack, Rinder! Ich sag ja, die Olle, die kann irgendwie alles. Ich glaube, ich sollte gleich mal kurz abspeichern, weil ich irgendwie so die Vermutung habe, dass gleich irgendwie das Spiel sich verabschiedet, weil das irgendwie gerade ein bisschen hier, ja, es geht gerade mit der Leistung ein bisschen zurück. Warte mal, wie viel haben wir denn jetzt noch? 20 Minuten, Moment. Wie gesagt, wenn ich jetzt auf Speichern und Beenden gehe, wird das dann komplett geschlossen oder gehen wir jetzt ins Hauptmenü? Ich will mal ganz kurz nachgucken. Wenn jetzt die Aufnahme beendet wird, werde ich sie gleich wieder neu starten. Uno momento. Ah, okay. Geil. Freue mich. Danke. So, also gespeichert hat es auf jeden Fall. Das ist schon mal ein guter Anfang. So. Das geht schon mal nicht gut los. Die siebte Krawatte haben wir gefunden. Das ist, ja.
Wasser könnte nützlich sein. Ja, bei den Temperaturen friert das sich doch nicht sofort zu, ne? Also, das, ja, lass laufen. Ich kann den Gullideckel nicht einfach anheben. Ja, schön. Da ist ein Ausweis. Joanna Stone, Labortechnikerin, Fachbereich organische und anorganische Chemie. Alles klar. Benzinkanister. Gönn dir. Oh Gott. So. Dann mal gucken, was hier so anliegt. So, hier fehlen ein paar Tasten. Na gut, eine Taste, aber trotzdem. Da fehlt auch irgendwas. Hier hing mal eine Art Bild. Und was soll ich da jetzt gegen machen, wenn da mal ein Bild hing? Soll ich da ein neues Bild hinhängen oder wie? So. Ich muss die richtigen Knöpfe drücken, damit sich die Kasse öffnet. Bestimmt wurden sie oft benutzt, also sollten sie abgenutzt und voll von Fingerabdrücken sein. Ja, das kann gut möglich sein, aber ich habe jetzt hier kein Pulver dabei, wo ich jetzt hier Fingerabdrücke überprüfen kann, ne? Hinter dem Gitter ist etwas, aber der Griff ist abgebrochen, sodass ich es nicht öffnen kann. Dann setzt den Griff einfach dran und macht das Ding auf. Dankeschön. Freue mich sehr. Ein Bildteil. Da ist ein Schlüssel. Den Bau mit. Klar. Pommes frites. Die Gefriertruhe ist verschlossen. Ohne Schlüssel bekomme ich die nicht auf. Ja. Gut. So, was ist das jetzt hier? Hier ist etwas, womit könnte ich das Eis loswerden. Mit so einem Ding vielleicht? Das geht sogar. Ah ja. Gut, das wird dann hier das zweite Ding sein. Und irgendwas fehlt da noch. Das sieht mir so ein bisschen aus wie ein Hamburger. Also hier, so die Umrisse könnten Hamburger sein, aber ich kann mich auch täuschen. Oder sonstiges, ich weiß es nicht. Hier ist aber auch nichts weiter. Wozu braucht man denn jetzt eigentlich den Zucker, wenn ich mal so gedingstechnisch fragen darf? Huch. Das Schöne ist, in diesem Mörser kann ich etwas zermalen. Ach so, Moment. Das Schöne ist, diese ganzen Sachen, die jetzt hier vorne noch so gedingst sind, da erkennt man so gut wie gar nicht, was das jetzt direkt sein soll. Also das, wie gesagt, könnte ein Hamburger sein, den man dann hier als Dings aufhängt, also als Bildchen. Aber, naja, es könnte auch anders sein. So, warte mal, mit dem Puderzucker können wir hier vielleicht den Dings hier... Ach, das klappt. Nice. Okay. Sehr schön. Und es war sogar ein Hamburger, also ein Bildteil Hamburger. Sehr nice. So, den Klebstoff nehmen wir mit. Und, ja. Hier läuft das Wasser immer noch. Dann soll ich gleich mal ein Schild aufstellen. Hier bitte Vorsicht, es könnte glatt sein. So. Ohne Ausweis werde ich die Universität nicht betreten können. Denn hier vorne ist doch ein Ausweis. Sag mal.
Nimm den Ausweis doch einfach mit, Mädchen. Wenn ich da draufklicke, wird er sofort wieder hingelegt. Was soll denn das? Und wir haben jetzt auch nur hier eine Aufgabe. Also. Oder blicke ich jetzt gerade nicht so ganz dran lang, was hier jetzt abläuft? Ich glaube, ich blicke wirklich gerade nicht durch. Okay, bei dem Dings hier ist es auch kein Wunder mehr. Das, ne? Das geht da nicht. Das war ja schon klar. Einfach mal alles durchprobieren, jawohl. Sehr nice. Gut, alles klar. Wie gesagt, man muss ja einfach mal alles austesten, ne? Aber trotzdessen frage ich mich, wie wir jetzt so gesagt weiterkommen. Weil wir haben jetzt nichts, wo wir jetzt hier den Gullideckel mit entfernen können. Ohne den Ausweis kommen wir jetzt hier auch nicht weiter. Schön, das Ding haben wir auch. Das hilft uns aber gerade nicht so direkt weiter. Ohne Ausweis werde ich die Universität nicht betreten können. Ja, dann nimm dir doch diesen scheiß Ausweis mit. Aber du legst ihn ja immer wieder hin. Ich habe doch vorhin die ganze Zeit auf dieses Bild draufgeklickt. Was soll das denn jetzt? Hallo. Ich sag nichts. Muss ich mein Foto auf dem Ausweis kleben? Ja, habe ich. Ja. Wo habe ich jetzt ein. Hä? Leute, ich habe kein Bild von mir hier im Dings drin. Hätte mich echt. Also, ihr lasst mich echt verzweifeln, ne? Hole mal. So, hier, komm. Mach jetzt. So, hey, Mensch, also das ist ja unglaublich. Mach die Tür auf. Good evening, Miss Stone. I didn't expect to see you so late at night. I'm new here and this is my first night watch. Everyone's talking about the disappearing gangster and the child who disappeared at the same time. All this makes my skin crawl. I even thought I saw a ghost. Sorry, I didn't want to scare you. If you need me for anything, I'll be in the guards room. Schön. So, das nehmen wir mal mit. Dankeschön, das habe ich gerade so aus dem Augenwinkel gesehen. 25! Von 35, 10 fehlen noch. Dolly Kowski. So, da ist auch die nächste Figur, die nehmen wir auch gleich mit. Sehr schön. So. Und setze die Papierfetzen zu einer Seite zusammen. Okay. Puzzle Spaß mit dem Kegel.
kann eigentlich nichts werden. Aber, naja. Wir gucken mal, ne? Warte mal, der kommt erstmal hier oben. So. Jetzt den dahin. Okay, die beiden gehören zwar zusammen, aber das klappt noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, das passt auch noch nicht. So, den erstmal dahin. Und den dahin, und den dahin, und den dahin. Hört man, dass ich so ein bisschen am Ende bin? Nö, ne? Alles Tarnung. Sieht alles nur so aus. Ich muss die Fetzen wieder zusammenkleben. Ja, super. Hättest du vielleicht mal das U mitgenommen? Wieso ist sie so dumm? Warum ist sie so dumm programmiert? Ich verstehe es nicht. So, ein Bootshaken. Gut, da können wir dann den Gulli mit gedingsen. Ein Rohr zum draufschlagen. Hier fehlt eine Art Medaillon. Schön. Gut, das klappt nicht. So, da ist ein weiterer Schmetterling hinter. Ich glaube, dort ist etwas, aber es ist zu dunkel, um es zu erkennen. Ja, das, ne? Kannst du die Lampe umdrehen, um da mal drauf zu gelingsen. Aber nee, das wäre ja zu viel verlangt. Das wäre ja körperliche Anstrengung. Was ist das hier? Das sieht wie eine Art Schrank mit Klötzen aus. Ich muss sie irgendwie aktivieren. Da fehlt wahrscheinlich noch irgendwas, oder? Das sieht mir eher so aus. Ja. Warte mal, hier. Wir sind jetzt hier, haben jetzt noch hier ein Sammelobjekt und ein Chamäleon-Objekt. Lobby, Straße und Korridor. Gehen wir erstmal zum Korridor, da waren wir nämlich noch gar nicht. Was haben wir denn hier? Erstmal hier eine Schale, da fehlt eine Art Symbol. Toll. Wenn ich die Scheibe zerbreche, dann trifft es vielleicht auch die Glühbirne. Ich muss irgendwie anders herankommen. Versuch doch mit dem Messer hier ein Loch reinzuschneiden. Aber das kriegst du ja nicht hin, da bist du ja zu dumm für. Ja. Glühbirne. Eins von der... So, hier haben wir erstmal die sechste Münze hier aus dem Roulette-Spiel. Hätten wir denn hier eventuell hier auch noch das Dings hier für, ne? Hier Chamäleon-Objekt und so? Ist verschlossen. Ja, schön, Schlüssel habe ich nicht. Nehmen wir das. Alles klar. Nummer 26. Danke. Hätte ich da mal nicht drauf geklickt.
hätte ich es mal gelassen. Aber wie heißt es doch gleich, hinterher ist man immer schlauer. So. In solche Grammophone sind oft Geheimfächer eingebaut. Um sie zu öffnen, muss man die Regler richtig einstellen. Ja. Dann probier's mal. Das Bild ist unvollständig. Ja, wenn da irgendwas fehlt, dann ne, musst du mal Bescheid sagen. Hinter dem Spinnennetz ist etwas, ich muss es entfernen. Staubwedel habe ich jetzt nicht. Aber mit dem Besen können wir das, glaube ich, hinkriegen, oder? Oder mit dem Pinsel. Sieht eigentlich eher wie ein Besen aus, aber okay. Grammophon-Sprechdose. Irgendwas scheint da noch zu fehlen. Ich brauche einen speziellen Schlüssel. Oh Gott. Leute, macht mich nicht irre hier. Hinter dem Glas ist einfach, ich muss es zerbrechen. Ja, Gott sei Dank haben wir den Hammer. Ah, guck mal. Die Info haben wir schon mal. Und können wir das doch gleich hier vorne mit ransetzen, oder? Hallo? Mensch, pack das Diagramm hier vorne hin, du Spinner. So. Stelle die Regler so ein, wie auf dem Bild angezeigt. Okay. Also, als erstes erstmal den. Als zweites drittes. Ne, warte mal, der muss noch einen runter. Und als viertes den und den. Danke. Nice. So, jetzt kannst du starten. Jetzt kann ich Musik spielen. Jetzt habe ich da kein Problem mit. So, das wird wahrscheinlich hier dieses Schlossteil sein. Jawohl, dankeschön. Ich freue mich. Da haben wir einen Bleistift bekommen. Den Bleistift. Brauchen wir den jetzt für hier oben? Klar, das hätte ich Picasso nicht besser machen können, ne? Aber selbstverständlich. Gut, das können wir hier gedingsen. Dankeschön. Ein Schlauch. Klar. Nehmen wir sehr gerne mit. So, aber hier hinten kommen wir trotzdem nicht weiter. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal nach draußen und öffnen hier erstmal den Gullideckel. Dafür haben wir diesen Bootshaken. Dort unten schwimmt etwas. Wie komme ich heran? Vielleicht mit dem Feuerwehrschlauch. Nicht. Na gut. Aber hi, Moment. Ja, Moment. Ich habe da mal was vorbereitet. So. Ich muss das Päckchen öffnen, um an den Schmetterling zu gelangen. Vielleicht mit dem Messer? Ah ja. Sehr schön. Und ein Klotz. Okay, den Klotz, den brauchen wir für das, ja, für das Dingsrätsel. Sag schon. Wo war denn das? War das hier im... Ich glaube, im Hinterzimmer war das. Genau. Ja. Bewege den Klotz aus der linken in die rechte Nische, indem du die anderen Klötze verschiebst. Okay, also verschieben können wir den nicht. Jetzt weiß ich auch nicht, ob man die vorher irgendwie verschieben
konnte oder könnte oder wie oder was oder wo. Also den hier oben, also den hier, den, dieses Schlüsselding, das können wir wirklich nur in eine Richtung bewegen, weil anders bewegt es sich gar nicht. So, also den erstmal komplett nach unten. Dann kann der nach oben. So, ich muss übrigens auch die Folge wieder beenden, weil, ne? Ist ja normal. So, aber hier guck mal, haben wir noch schnell geschafft. Sehr schön. So, dann melde ich mich gleich in der nächsten Folge hier wieder. Und mal sehen, was uns jetzt... Oh Gott. Wer weiß, wofür wir diesen Schlüssel gebrauchen werden. Gut, dann bis gleich zur nächsten Folge. Tschüssi!